Superman, Spider-Man oder Asterix begeistern seit Jahrzehnten mit ihrem grenzenlosen Mut, ihrem unerschrockenen Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit, mit ihren fantastischen Abenteuern. Sie alle sind Comichelden, unbesiegbar stark. Diese Comics sprechen eine andere Sprache. Seine Helden sind zwar auch mutig und unerschrocken, auf übermenschliche Kräfte aber müssen sie verzichten. Der Fotograf, dessen zweiter Band diesen Freitag auf Deutsch erscheint, erzählt die packende Geschichte des Franzosen Didier Lefebvre, der Mitte der 80er Jahre eine humanitäre Aktion in Afghanistan dokumentierte. Authentisch, wahr und doch genauso fesselnd wie die Abenteuer von Superman und Co. Der Krieg in Afghanistan scheint weit entfernt, hier in Peshawar, im Norden Pakistans. Es ist Sommer 1986, als der Fotograf nach Peshawar kommt. Sein Auftrag, eine Gruppe der Médecins Sans Frontières ins afghanische Kriegsgebiet zu begleiten. Der Fotograf ist kein Comic im herkömmlichen Sinn, sondern eine Mischung aus Schwarz-Weiß-Fotografie und Zeichnung, basierend auf Tagebuchnotizen des Fotografen Didier Lefebvre. In Peshawar trifft der Fotograf die Missionsleiterin Juliette Fourneau und begleitet sie auf den Markt, wo Pferde und Nahrungsmittel für die Reise gekauft werden. Juliette legt auch die Route fest. Wir mussten zu Fuß gehen, weil die Straßen von den beiden Armeen, der sowjetischen und der afghanischen, kontrolliert wurden. Es war also unmöglich, die Straßen zu benutzen. Die Gebirgspfade hingegen waren relativ sicher und wurden auch von den Flüchtlingen und den Dorfbewohnern benutzt. Die Ärzte sind nicht allein. 30 bewaffnete Mujahedin-Kämpfer begleiten sie, wie die von Juliette Fourneau selbst gedrehten Bilder zeigen. Dazu rund 100 Esel und Pferde, die 5 Tonnen Material transportieren. Afghanistan ist unwirtlich. Der Weg führt über mehrere Pässe und auf 3000 Meter Höhe. Insgesamt 35 Tage ist die Gruppe unterwegs, oft auch nachts, aus Sicherheitsgründen. Von den Strapazen und den Eindrücken überwältigt, fotografiert und schreibt Didier Lefebvre so oft die beschwerliche Reise es zulässt. Dass der einst ein dreibändiger Comic aus seinen Bildern entstehen würde, konnte der Fotograf nicht erahnen. Doch ein Freund Didiers aus Kinderzeiten und heute einer der bekanntesten Illustratoren Frankreichs, Emmanuel Guibert, erkannte das Potenzial der Geschichte. Le luxe qu'on s'est donné dans ce livre, si tu veux, c'est d'avoir... Den Luxus, den wir uns hier leisten, ist, eine Geschichte zu erzählen, die normalerweise einer Zeitung eine kleine Meldung wert wäre. Als Didier zurückkam, bekam er eine Doppelseite in der Zeitung Libération. Das waren 6 oder 8 Fotos. Das war bemerkenswert und Didier war glücklich damals. Aber mehr wurde nicht publiziert. Das war's. 20 Jahre später sind Didier Lefebvres Fotos endlich in einem Comicbuch zugänglich. Beeindruckende Dokumente aus einem gebeutelten Land. Ergänzt um all jene Geschichten, die er nicht fotografisch festhalten konnte. Die Fotografie drängt uns dazu, Geschichten zu erfinden. Zumindest ist das bei mir so, und zwar seit meiner Kindheit. Ob das nun ein Porträt oder eine Landschaftsaufnahme ist, ich frage mich immer, wer sind diese Leute? Leben sie noch? Was könnte sich hier ereignet haben? Welche Geschichte versteckt sich dahinter? Und ich hatte das Glück, dass ich den Autor der Fotografien treffen und er meine Fragen beantworten konnte. Und der Fotograf hat erzählt. Von der Grausamkeit des Krieges, der Familien auseinanderreißt, Menschen verwundet und tötet. Aber auch von der Dankbarkeit der Leute in den abgelegenen Bergtälern Afghanistans. Menschen, um die sich keiner kümmerte. Außer die Médecins Sans Frontières um Juliette Fourneau, die jetzt in einem Comic zur Hauptdarstellerin wird. C'est un sujet plutôt sérieux, mais c'est un sujet sur de l'action humanitaire. Es ist eine ernste Geschichte. Eine Geschichte, die die Realität einer humanitären Mission zeigt.
und die sich dadurch stark von den meisten Comics abhebt. Das führt wiederum dazu, dass dieses Buch ein Publikum erreicht, das sich bisher vielleicht keine Comics kaufte und sich somit eine neue Leserschaft erschließt. Am Ende tritt der Fotograf alleine die Rückreise an. Doch er wird zurückkehren, auf der Suche nach dem Alltag in Afghanistan. 2007 stirbt Didier Lefebvre in Frankreich an einer Herzattacke.